Und damit hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tom Clancy's Rainbow Six Siege hier auf diesem Kanal. Ich bin heute auf der Map Freizeitpark und ich würde sagen, los geht's. Nicht ziemlich lange. Och nee, nee, jetzt kommt der scheiß Pizzabote. Ey, das ist doch. Wir haben jetzt eine Stunde zu früh jetzt. Oh Gott, das geht ja schon. Oh Gott. Ja, sorry. Ich bin wieder da. Bitte nicht alle sterben. Ich komme. Da ist einer draußen krepiert. Oh Gott, was ist denn passiert hier? Ja, alle tot schon. 3 gegen 5. Oh je. Yeah. Scheiße. Hier übrigens Ash. Wir haben außerdem noch. Wir hatten Finca im Team. Wir haben außerdem Nock und Fuse. Der andere hat wohl schon das Spiel verlassen. Oh scheiße. Ich bin da. Ich bin da, um euch den Arsch zu retten. Oder auch nicht? Okay, ich habe ihn erwischt. Dann ist down, oder? Ja. Okay, sehr gut. Okay. Nur noch zwei. Oh Gott, das war ja Katastrophe. Ja, sorry, das war... ich habe Essen bestellt. Das ist ein bisschen zu früh angekommen. Ich dachte, ich hätte noch Zeit. Ich spiele noch die Runde zu Ende, dann gönne ich mir das. Riecht extrem lecker. Obwohl man bei den Delivery-Services ja nie weiß. Das sieht, online hört es sich immer richtig lecker an und dann kriegt man so einen Haufen Scheiße hingestellt. Aber hier gibt es einen, der liefert ganz gute Burger. Da habe ich jetzt was bestellt. So einen schönen Chicken Burger. Ja, komm. Da. Jawohl. Okay, nur noch einer. Sehr schön. Ich hoffe, wir kriegen das hier schnell über die Bühne. Wo bist denn du, Kollege? Fuse. Wo ist Caviera? You have located a bomb. Ich kann keine Drohnen einsetzen. Habt ihr das gerade gesehen? Das ging nicht. Ihr habt es auch gesehen, ne? Ich habe versucht, die ganze Zeit das Ding zu drücken und es hat nicht funktioniert. Okay, jetzt haben wir eine Buggy-Runde. Nice. Sehr schön. Da würde ich sagen, Runde 2. Hoffentlich läuft es genauso gut wie die erste Runde. Los geht's. So, dieses Mal von Anfang an dabei. Wir haben Iana, Jekyll, Nock, Finca und ich bin wieder Ash. Ich muss mit den FBI-Leuten spielen. Deswegen habe ich jetzt Ash ausgerüstet. Normalerweise spiele ich nicht mit der. Ich habe irgendwann mal, ich glaube zu dem Event, zu Zeiten, wo das Outbreak-Event kam, wo Finca und Leon reinkamen, da habe ich den Elite-Skin von Ash geschenkt bekommen, diesen, wo sie am Telefon ist. Und ich habe auch Leon geschenkt bekommen. Was lustig ist, ich habe den gar nicht gekauft. Das ist hier mein Lieblingsoperator. Mein Lieblingsangreifer. So. Aber wie gesagt, ich muss jetzt mit Ash spielen. So, im Gegnerteam. Caviera. Melusi. Tachanka. Komm, drei. Okay, dann nicht. Vigil und Duck. Ich muss mich irgendwo verstecken. Ich weiß aber mal hier in die Ecke irgendwie. So, los geht's. Da haben sie sehr gute Arbeit geleistet. Die Kamera ist ausgeschaltet. Ist die andere ausgeschaltet? Ja. Mitgedacht. Eigentlich habe ich ja dieses Schießding, das kann ich auch benutzen. Gerade nicht dran gedacht. Bin ich gewöhnt, diesen Operator zu spielen. Auch ein Elite-Skin hier. Genau wie Finca, glaube ich. Finca ist auch der Elite-Skin. Ab. Stellen wir hier eine Claim auf, falls jemand runterlaufen will. Hallo.
Da links müssen wir aufpassen, aber das ist unser Teammate, Gott sei Dank jetzt. Ich habe mal hier unten ein Auge drauf. What do we have here? Da ist, oh Gott, der hat einen Knockback. Ich bin überhaupt nicht an diese Waffe gewöhnt. So gar nicht. Komm, ich habe in der letzten Runde alles gemacht. Sehr gut. Ich habe in der letzten Runde alles gemacht. Jetzt könnt ihr mal was machen. Ah ne, Finca war nicht der Leadskin. Ne, okay. Sehr gut. Sehr gut. Sehr schön. Dann würde ich sagen, Seitenwechsel. Wir verteidigen und ich weiß auch schon, mit welchem Operator ich dieses Mal spiele. Auch jemanden, mit dem ich überhaupt nicht spiele normalerweise. So, da bin ich. Mit Puls. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich habe Puls ausgerüstet. Ich spiele normalerweise nie mit Puls. Nie. So, aber jetzt immer hier. Ich habe mir letztens einen Skin für den gekauft, diesen Baron-Skin. Und diese Augenbinde da. Also ich bin praktisch der blinde Gentleman. Der blinde Gentleman. So, kann ich schießen? Dann gehen wir mal nach oben und barrikadieren die Luke da oben. Die wird nämlich immer vergessen. Manche denken, dass es unnötig ist, aber finde ich nicht. Man kann hier unten langlaufen, kann man die einfach abschießen. So. Zack. Gucken, wo sie sich reinwagen jetzt hier. Die meisten kommen immer von hier aus irgendeinem Grund. Oder von oben. Wir haben Leon im Gegnerteam. Gut zu wissen. Hier ist auch keiner durchgekommen. Und hier unten vielleicht. Auch nicht. Gehen wir mal da drüben lang. Sag mal. Ich gehe nochmal hier vorne lang, vielleicht sind sie da. Das Fenster ist aber zerstört. Ich habe hier einen richtig bescheidenen Schusswinkel. Ich sollte die Position wechseln. Weil ich glaube nicht, dass die hier noch sind. Ich schaue draußen mal nach. Nee. Vielleicht kommen sie ja von hier. Ja. Da ist Leon. Hallo. Wo sind die anderen? Oh, die sind alle unter mir, okay. Die kommen alle von hier. Da ist er, ne? Oh, der war ja ganz schön low. Uiuiui. Ja, der ist da unten. Vielleicht kann ich ihn durch die Luken hier, durch den. Jawohl. Noch zwei. Sensor deployed. Ich sehe keinen. Ich laufe mal in die andere Richtung. Okay, einer ist down und der andere. Wo ist der? Sag bloß, die waren alle an derselben Stelle. Die waren alle an derselben Stelle. Ich hätte da runtergehen müssen und einen Nitro Cell werfen sollen. Egal. Dann würde ich sagen, sehr schön, da sieht man nochmal den Skin. Dann würde ich sagen, was für heute, wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben, den Kommentar, Abo natürlich auch, würde mich riesig freuen. Und bis zur neuen Folge Rainbow Six hier auf diesem Kanal. Ciao!